Okay, dann gucken wir jetzt mal in unsere Reisetasche. Bin mal gespannt, was sie da alles reingemacht hat. Hoffentlich nur Schokolade. Ah, okay. Na gut. Dann. Okay. Anprobieren, dann machen wir das. Nothing like an abandoned shack in the middle of a junkyard to make a girl feel like exploring a new wardrobe. Jetzt bin ich aber gespannt. Tarotturm? Was ist das? Okay, bin ich mal gespannt jetzt. Und ich bin ja froh, dass ich mal die Klamotten wechsle. Die anderen hatte ich ja jetzt echt lange genug an. Okay. Aber es gibt da noch bestimmt was anderes als das, oder? Lass uns mal gucken, was wir noch in der Tasche haben. La la da 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 da. Was haben wir noch? Ah, hier sind Bonus-Outfits. Wie geil ist das denn? Rorschach-Schädel? Wir gucken jetzt einfach mal, was wir da haben. Es wird eine Umziehfolge, ihr Lieben. Ah, ist voll cool. Aber irgendwie finde ich das super, dass sie das so anbieten. Naja, ist schon besser als das andere, finde ich. Ja. Ja, wir gucken mal, was wir noch haben. Einfach mal alles ausprobieren und dann passt das schon. Was haben wir? Hier ist doch, da sind das nur 1, 2, okay, 4 Outfits haben wir. Dann gucken wir jetzt mal noch Chloes Klassiker oder... Nein, die Chloes Klassiker kennen wir ja, glaube ich, ne? Aus Life is Strange wahrscheinlich, oder? Gehe ich mal davon aus. Ja, genau. Das ist das, was sie auch in Life is Strange getragen hat. Ah, das sieht irgendwie auch cool aus, finde ich. Ach, das gefällt mir bisher am besten. Ich gucke gleich nochmal, was haben wir noch? Ja, ich weiß, du hast keinen Bock mehr, aber ich will gerne das zweite Bonus-Outfit noch sehen. Oh, da sind alle dabei. Gucken wir mal. Kommen wir aus dem Staunen gar nicht raus. Bin ich mal gespannt. Da, 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 da. Was habe ich denn da vorne drauf? Ein Pokémon? Nee, eine Wurst. Okay. Okay, wir haben ja noch welche. Ich weiß, du hast keinen Bock mehr. Ist ja schon gut. Aber ich will sie gerne alle gesehen haben. So, Punkdill haben wir noch. La, la, la. Ach, das kennen wir doch irgendwo her, ne? Ist aber irgendwie auch knuffig, ne? Könnten wir eigentlich auch mal nehmen. Eins haben wir noch. Da müssen wir uns entscheiden. Aber ich glaube, da hatte ich mich schon in der... das Illuminati hatten wir, glaube ich, die ganze Zeit an, wenn ich mich richtig entsinne. Glaube ich. Oder? Ja, genau. Das war das, was wir anhatten. Aber ich schlage vor. Neue Episode. Neues Outfit. Und ich glaube, ich würde mal das nehmen. Chloes Klassiker. Genau, den fand ich irgendwie cool. Hat mir gefallen. Genau. Macht mich so selbstbewusst. Bin mal gespannt. Genau. Das ist irgendwie cool. Wir nehmen das. Das mit dem Radio finde ich total gut. Der Frank hat mir eine SMS geschickt. Ich bin jetzt auf dem Schrottplatz. Okay. Dann gehen wir doch mal gucken. Kann ich was sehen? Frank draußen treffen, okay. So, dann schauen wir doch mal. Bin mal gespannt. Was ich jetzt auf... Ach, das ist ja das Wohnmobil von ihm. Stimmt, ich vergaß, dass er das Wohnmobil hat. Ach, da habe ich doch ganz am Anfang das Graffiti drauf. Oh nein, was? That's the woman we saw with Rachel's dad.
Was macht die hier? Weird. Allerdings. Yo, Frank. It's Chloe. Was kommt jetzt? I don't know the secret password, man. Is the password drugs? Christ, get your ass in here. Okay. Mach ich ja. Ist ja schon gut. Brauchst du nicht so gleich so zu reagieren. Aber okay. Es bleibt spannend. Yeah. Dude, it smells like piss in here. Shut up. You have a rough night or something? Every night's a rough night. I've got a notebook in the back somewhere. Go okay. Get it for me, would you? Okay. Woo! Meine Güte. Get my notebook, Price. Then we'll talk. Okay. No, Justin. I'm catching things for Frank. How low can I go? Okay, so ich muss mal kurz hier gucken. Ich habe einen neuen Tagebucheintrag und ich habe eine SMS. Wo geht's denn hier los? Alter, ich habe die schlechten Neuigkeiten gehört. Suspendierungen sind scheiße. Du meinst gute Neuigkeiten? Bin ganz schön aus dem Häuschen. Tatsache, ich bin auch zu Hause. Bin gestern aufgeflogen, weil ich nach Gras roch. Mama zwingt mich, mit zu ihrem Buchclub zu gehen. Oh Mann, allerdings. So, wir haben noch eine neue Seite. Die hatte ich doch schon gelesen, ne? Ja. Max, warst du mal in Therapie? Es ist irgendwie super. Und damit meine ich nicht, deine Gefühle niederschreiben, sich umarmen und heulen und so. Ich rede davon, unter die Haube zu gucken und sich die Hände dreckig zu machen. Rachel hat es voll drauf, was auch sonst. Wir sprachen über Mama, David, das Feuer, meinen Verweis. Rachel wollte nicht so viel erzählen, aber ich schaffte es, dass sie sich mir öffnete. Ich bin froh darüber. Danach fühlte sich alles, ich weiß nicht, weniger kaputt an. Wo wir gerade dabei sind, ich fand diesen krassen Truck, den ich jetzt repariere. Ich weiß nicht, ob er je laufen wird, aber ich freue mich erstmal über ein Problem, das ich lösen kann. Vielleicht wird er ein Fluchtfahrzeug? Bleib dran. Ich repariere Trucks und Gehirne. Wer braucht schon Schule? Chloe. Die weniger kaputte Mechanikerin. So, okay, dann geht's hier jetzt weiter. Bekämpft die Regierung? Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsgesetz von Oregon. Wie man Durchsuchungsbefehle versteht und sein Vermögen beschützt. Ah ja, kann ja nicht schaden. Notiz. Sorry, Frank. I didn't know it was your RV when I wrote that. Wie kannst du es wagen, Kindern ohne Genehmigung der Eltern Süßigkeiten anzubieten? Ich habe dein Nummernschild der Polizei von Acadia Bay gemeldet. Ups. Okay. So. Wir können einfach mal überall reingucken und so stöbern. Was haben wir hier? Warte mal, erstmal hier den Hut. So Frank's a fellow survivor of Black Hat. Wer hätte das gedacht? Bigfoots. Okay. So, machen wir mal eins nach dem anderen. Sehr abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung. That's an insane amount of beans. Auf jeden Fall. Scharfe Ansehen. What does Frank really need to remember? Wo kann ich denn da ein Graffiti machen? So, mache ich doch glatt. Bier, TP Milk, Arbeit zu Hause. Immer zu Hause. Got it. Cool. Witzig. A real house. Okay. This might not be the most gentle, but it is important. Bomb sauce. Yeah. For the man who enjoys searing pay with his drive-through order. Okay. So, oh. Apparently Frank is a werewolf. So sieht's aus. Oh Mann. Oh, hier ist ja auch noch einiges. I guess Frank subscribes to the hiding in plain sight philosophy of drug stashing. Ah, krass. Oder was? Don't mind if I do. Ach ja. Don't even fucking think about it. Entschuldigung. Ich bin ganz lieb, schon nichts gemacht. Part of a balanced breakfast. Absolut. Okay, was haben wir da noch? Ugh, gross. Ja, sehe ich auch so. Ah, Computer. Benutzen. Wait,
Frank got a puppy. For real? Hundehelfer, Expertenratschläge von Hundefreunden rund um die Welt. Hallo, mein Hund ist 3 Monate alt und pinkelt immer noch überall hin. Was mache ich mit ihm? Danke. Frankie, Welpen haben Unfälle, wenn sie Angst haben. Du musst aufhören, deinen Welpen auszuschimpfen. Marian, danke, aber ich schimpfe ihn nicht aus. Warum hat sie dann Unfälle? Einen Welpen großzuziehen erfordert Geduld. Wenn du dich nicht kontrollieren kannst, wirf einen tiefen und ehrlichen Blick nach innen, um zu ergründen, ob du wirklich einen Hund haben solltest. Was ist dein Problem, Tussi? Ich sagte, ich schimpfe ihn nicht aus. Wow, kein Grund zu fluchen. Ich denke, es ist recht eindeutig, dass du sie ausgeschimpft und Schlimmeres. Okay, uiuiui. Ah, man. Rachel, the therapist, would have a field day with this. Wolkentraumbedeutung, in welchem Alter ist Hund Steg, Pisshead-Musik, Mila Kunis-Single, Wolkenformation, Bildschirmschoner, Gebäudeversicherung, Feuer, illegale Cardia Bay Force-Behörde, Megan Fox-Single, wie groß war die größte Wolke aller Zeiten, warum ist Welpe kein Steg? Shit, the mill burned down. Von Ballcrusher. Noch mehr Scheiße. Frank, ich bin zurück zur Mühle. Hätte es lassen sollen. Ich bin stinksauer. Alles ist abgefackelt. Totales Massaker. Kann an nichts anderes denken. Die Hunde haben es nicht geschafft. Damit sind 10.000 Dollar futsch. Plus das Deckgeld, das auf uns zukommt. RF und die ganze Crew werden angefressen sein. Wie soll ich das mit einem intakten, verfluchten Ruf überstehen? Ich kann gerade nicht klar denken wegen diesem Scheiß. Ich will nur wissen, wer das Feuer gelegt hat und ihn selbst abfackeln. Eieiei. Abgeschickt am Samstag, 9. Mai. Jeez. An expensive dog. Auch von Ballcrusher. Frank, gefällt dir der Hund? Das dachte ich mir. Der Hund ist was Besonderes, Mann. Carlys Käufer wollte ihn, aber ich sagte ihm, zieh Leine, behalt die 3000 Dollar. Der ist für meinen Kumpel Frank. Ich mein's ernst. Alles, was du für mich getan hast, ist mehr wert als 3000 Dollar. Dank mir nicht, es ist ein Geschenk. Lass mich ihn später nur züchten. Damon. Okay, sind wir schon ein bisschen älter. So, wir sollten aber eigentlich, müssen wir, glaube ich, da rein. Haben wir hier noch was? Da ist nichts, da ist auch nichts. Dann gehen wir mal, weil wir sollen ja dieses Notizbuch nehmen. Ja, doch, wir wollen, sollen doch dieses Notizbuch holen. Okay. Da war der Hund auch zugange. Oh! Hi! Hey there. Oh! Okay, ach Gott, ist der süß. Pompidou, get up here! Oh Gott. Oh. Wie süß. Oh. Was will denn der Elliot von mir? So. Wenn du ihn zum Reden brauchst, sag Bescheid. Oder wenn du noch eine umarmen willst. Ich glaube, davon habe ich erstmal genug. Haha. Ernsthaft, ich bin für dich da. Cool, danke. Gut. So, dann gehen wir doch mal hier gucken. Ach, da ist nämlich das Notizbuch. So, wir gucken mal hier weiter. A swingy, flippy instrument of death. Okay. Kissen. Wow. That pillow is definitely. Definitely dead. So, was haben wir hier? Because Frank finally gave up on the steak. Sieht aber schon arg versifft aus. Because Frank finally gave up on the steak. Ja, ich wollte eigentlich zu dem Gartenstuhl. Ja. A throne fit for Frank. Frank. Frank and his BFF. That's adorable. Okay. So, das heißt, wir können eigentlich jetzt nur noch hier. Können wir nichts öffnen, dann können wir eigentlich nur jetzt das Notizbuch nehmen. That's probably the notebook Frank wants. Ja. Dann machen wir das. Is this what I think it is? Oh oh. Shit. I'm in the red. So, Stella durchgestrichen, Chloe 175 offen, Stella hat noch 100 offen und Rue hat 1050 offen und Jackson 87. Die anderen sind wohl wahrscheinlich alle bezahlt. Ich gehe mal davon aus, dass das... Ja. Oh, da liegt der Pompidou. Oh, man. I hope our
Argus and Bowser are okay. Argus versus Bowser 5 zu 2. Ansatz 1200, Verlust 1200. Damon Merrick. Okay. Das sieht ja schwer nach irgendwelchen Wetten aus. Der Hund atmet. Doch, er hat sich bewegt. Ich dachte schon, er atmet nicht. That dog makes Frank look almost. So. Is this it? Have a seat. Oh, wie nett du bist. Huh? That's one badass name for a dog. It's French. Oh, er ist kein Pudel. Französisch für was? Französisch für was? Komm. Does it mean like tough guy or something? Do I look like I speak fucking French? Okay, Entschuldigung. War ja nur ein Versuch, okay, nett zu sein. So, who was that woman? What woman? The one I saw coming out of your RV? Oh yeah, I meant to introduce you. Her name is Mind Your Own Fucking Business. Ah ja. Mhm. Eine Antwort verlangen, es vergessen. Für Rachel sollten wir versuchen, der ganzen Sache auf die Spur zu kommen, oder? Wir versuchen es mal nochmal. Oh, hoffentlich verbocke ich es diesmal nicht. I'm just curious. What's the big deal? Idiot. I make money by being discreet. Okay, ich verrate dich nicht, du hast nichts versprochen. Traue mir etwas mehr zu. Ich verrate dich nicht. Frank, you know I hate everyone. Who do you think I'm gonna tell? Come on, Price, I gotta protect my clients. Happy customers are the foundation of a good business. Okay, es geht um die Drohung, unsere Beziehung aufbauen, Traumwolke. Traumwolke ist unterstrichen. Hey, so, I had this dream the other night about a cloud that swallowed Arcadia Bay. You too? Oh. See? We're a lot alike, Frank. We've got shit in common. Okay. Sure, I guess. So why are you so hung up on this chick? Ich hänge rum, mich aus Langeweile aufhängen. So sensibel. Mich aus Langeweile aufhängen. Ja! This is Arcadia Bay. Gossip is all we have to keep us from hanging ourselves. Er verrät's mir. Hoffe ich. Bitte. Oh, komm schon. I don't know. Frank. Talk. And I'll get my mom to make you something special. What? Bohnen. How about that firehouse chili of hers? You got it. The woman you saw. Her name's Sarah. Showed up a few weeks ago. Causing all kinds of trouble for all sorts of people. Like okay. Who? It's a little out of your league, okay? But what kind of trouble, exactly? Forget about it, Chloe. Shouldn't have opened my mouth. Mm-hmm. Thanks for... telling me. Whatever. You hear the mill burn down? Yeah. I heard some stuff about it. Crazy. My friend Damon runs the place. He lost a lot of money last night. Oh man. Geld von was? Wie steht's mit dir? Ja, Geld von was? Weil ich gerade so in die Vollen. Well, he's always had a few things going on. I help him out with some of them. Don't drown me in the details, Frank. Lately, he's been doing some stuff that I don't like. But I don't seem to have much leverage with him like I once had. Ach komm, das hier habe ich auf dem T-Shirt gehabt. Have shit to discuss. Okay. Is this about the Buck 75? What? The money that I owe you? Oh, yeah. Yeah, no, I don't give a shit about that. Okay. Wait, do you have it? Belästige wen mit mehr Geld? Ich bin jetzt mal nett, irgendwas stimmt da nicht. Like another week. I don't have enough right now. I wonder if I'll ever get tired of your okay, Glück gehabt. You're lucky to the least of my problems. Open my notebook. Last page. Mhm. Should be some entries for a kid named Drew. You know him? Drew North? Yeah, he's... Holy shit. That's a lot of money. Drew runs Oxy for Damon. Apparently football players eat it like candy. That's okay. Hard, I guess. It pays well? Go Bigfoots. Problem is,
Drew owes a grant, and he's not answering my calls. You know what's going on with him? Nein, wir reden nie. Er ist ein Idiot. Wir reden nie. Er ist ein Idiot. He's an unreliable douchebag. No, this is the first time he's done this. Kid's actually smart. Okay. Anyway, here's the job. I'm taking you to Blackwell. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Krass. Can you handle that? Boah. Das fühlt sich nicht richtig an. Was springt dabei für mich raus? Was springt dabei für mich raus? Komm. Yeah, of course, but what's in it for me? Idiot, you still owe me. 175 ist ein bisschen wenig dafür. If I do this, then we're good. That, and I'll do even better. Cool. I'll give you a 10% cut of the money. Ui. Okay. Yeah, sure. I'll do it. Gott, das kann nur schief gehen. What's the matter? It might be a little tough. I'm not supposed to be at Blackwell. I got suspended this morning. Congratulations. Still easier for you to go on campus than for me. Das stimmt wahrscheinlich. $100 closer to leaving Arcadia Bay. Absolut. With a bit of cash and the truck fixed, Rachel and I could really do it. Das stimmt. For good. Komm, wir trauen uns das. Genau, sehe ich auch so. Ich bin gespannt. Oh, hoffentlich verbocke ich es nicht wieder.